wanna move with you. You got me mesmerized. Get in the groove. You got me mesmerized. My world is colorful. Trying to find a way to make you stay. We got to get together. Get in the groove. Alle Jahre wieder ist es soweit. Die Gamescom steht in Köln an und das ist natürlich eine der größten Spielemessen überhaupt, wenn nicht sogar die größte Spielemesse überhaupt. Und wir haben natürlich richtig Bock, wieder die neuesten Games für euch anzuzocken, viele verrückte Leute zu sehen, Cosplayer, Freunde und vieles, vieles mehr. Der Benny filmt mich gerade, der ist gerade hinter der Kamera. Der Gronkh ist leider nicht dabei, der kommt erst Samstag auf die Messe, aber ich soll euch ganz liebe Grüße ausrichten. Liebe Grüße. Heute ist übrigens noch Fachbesuchertag, das heißt, ich kann noch ein bisschen über die Messe rennen. Die nächsten Tage wird das echt schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, weil halt so viele Leute um einen herum sind. Und ich gebe ja gerne Fotos und Autogramme, aber es gibt wie gesagt auch Signing-Sessions und so weiter am Freitag, pipapo. Wahrscheinlich werden wir sogar mehrere Videos machen, mal schauen, wie das wird. Wir nehmen euch jetzt auf jeden Fall mit über die wunderbare Gamescom. Detroit Become Human, auf das Spiel bin ich wirklich gehypt. Bei Far Cry 5 ist auch am Pressetag gut was los. Alter Schwede, der komplette X-Wing nachgebaut, riesig. Und dieser TIE Fighter, auch völlig überdimensioniert. Guck mal, wie klein die Leute dagegen sind. Richtig nice. Da sehen wir schon eine kleine Schlange. Hier sind jetzt noch ein paar Plätze frei. Morgen wird das hier voll überdimensioniert. Das nenne ich mal lange Haare. Und hier wird gerade hart geraced an den Rechner. Need for Speed Payback. Assassin's Creed! Hallöchen, kann ich deine Nummer haben? Hier wurde der ganze Kölner Dom aus Lego gebaut. Verblüffende Ähnlichkeit mit Bennys Vater. Das nenne ich mal eine Weltraumsimulation. Da ist Link, aber der ist plötzlich weiblich. Ich hab's gesehen, der ist gar kein Kerl. Ach, die Orks sind auch schon da. Da läuft gerade Rocket Beans TV. Hi, hi. Ey, dich habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Ja, ja, ich. Bahnhof Zoo. Ja, und Pornhub und YouPorn und noch ganz andere Seiten, wo sich halt wirklich nur extrem Erstlinge rumtreiben. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Da ist auch meine Sekretärin Florentine von Schlitz aus St. Moritz. Auch wieder da. Das Auto sieht aus wie so ein Showcar, aber es ist ein echtes Auto. Es ist sogar zugelassen in England. Zieht euch das Ding mal rein. Was für ein Krieger auf diesem unglaublichen Drachen, der mal wieder zum Zahnarzt müsste. Was geht? Wie geht's alles dir? Gut? Geht's deinem Currywurstbauch gut? Ja, geht's gut. Ey, war scharf, aber nicht so scharf wie du. Ich bin mal kurz durch die Wand. Das hier ist übrigens die YouTube-Lounge und hier kommt man als YouTuber rein, kann sich eine kleine Runde hinschillen. Der Benny ist auch gerade am Start und hier hängen sie alle schon im Bällebad. Hallo! Alle weißen Bälle müssen in die Ecke, wir müssen sortieren. Auf viel Spaß! Alle schwarzen. Wir sehen uns am Sonntag nach der Gamescom. Wer bist du? Kenn ich auch, den kenn ich auch. Die lassen den Bergmann nicht auf die Gamescom. Ist das jetzt für Video? Ja, ist Video. Warte, soll ich mich nicht rein hier? Die lassen dich nicht rein. Ne, den würde ich nicht reinlassen. Der ist echt sehr ungehobelter Klotz, sehr unfreundlicher Mensch. Herr Bergmann, wie er leibt und lebt. Ja, das ist mega unangenehm gerade. Also der kommt nicht auf die Gamescom, wir wollen ihn nicht reinlassen. Ja, das ist, ne. Ist doch der Videoaufhänger, Alter.
Weinirock bei den Wikingern am Start. Und wie gesagt, das Spiel supporten wir von ganzem Herzen. Wird ein richtig cooles Survival-Game. Kommt im September übrigens raus. Und ich glaube, das wird eine richtig lustige Geschichte hier. Gemeinsam mit den Wikingern. Selbst für einen Fachbesuchertag war es teilweise wirklich anstrengend, aber natürlich auch riesiger Spaß, weil die Leute alle so super nett sind. Ja, und jetzt gehen wir mal zum Auto und dann erzählen wir euch noch ein bisschen, wie wir die Messe so fanden. Das war sie, die Gamescom 2017, zumindest der Fachbesuchertag. Und wir hatten jede Menge Spaß, sind durch die Messehallen geschlendert, haben einige Freunde getroffen und noch vieles, vieles mehr. Zocken konnten wir diesmal gar nicht so viel, weil wir uns halt eher um die Messe gekümmert haben. Und natürlich auch super viele Zuschauer am Start. Ich muss ganz ehrlich sagen, an einem normalen Messetag kann ich gar nicht mehr über die Messe laufen, weil einfach, ich müsste dann nur noch Fotos machen. Das wird viel, 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 viel zu krass. Heute war es auch schon echt Action, muss ich sagen. Und ja, hat aber trotzdem Spaß gemacht, weil, und das muss ich immer wieder betonen, die Leute einfach super, super nett sind. Ich muss echt sagen, die Leute aus der Community, gerade du, der du wahrscheinlich das Video schaust, ihr seid immer einfach so lieb und fragt höflich nach Fotos und da kann man gar nicht nein sagen. Ganz ehrlich, das sind so liebe, nette Leute, da freut man sich richtig, dass die überhaupt einen so supporten. Also vielen, vielen Dank dafür, vielen Dank für euren ganzen Support auch bei den Videos, wie auch man interessante Gespräche über Videos führen konnte, was ihr so schaut, was ihr so cool findet. Immer wieder nett zu sehen, wenn man die Leute dann wirklich trifft. Was war denn dein Highlight hier von der Gamescom, Benny? Mein Highlight, also ich muss sagen, richtig schöne Messestände, da haben sich die Publisher echt Mühe gegeben. Mega, ne? Ja, mega. Da ist auch vor der E3 noch absolut, finde ich. Also ja. Die Gamescom ist wirklich messetechnisch schon der Knaller. Allerdings hat man viele Spiele halt gesehen schon auf der E3. Da waren wir ja auch auf der Messe in Los Angeles, falls ihr die nicht kennt. Und deswegen haben wir gar nicht so viele neue Highlights hier. Mein Highlight-Game ist Detroit Become Human. Oh ja, da freue ich mich auch echt drauf. Ich freue mich aber auch auf ein paar Multiplayer-Games. Zum Beispiel Destiny 2 würde ich gerne mal mit dir zocken auf jeden Fall. Gibt's ja ein Gameplay bei mir auf dem Channel. Kann ja, richtig. Und ja, der Vainir, da bin ich auch gespannt drauf. Oh, Vainir, ja. Natürlich. Vainir Rock kommt ja im September wahrscheinlich raus. Und wie gesagt, nochmal zu uns anzusprechen, wir werden dieses Projekt hart unterstützen. Wir haben da auch mitunter ein paar Ideen reingegeben. Aber der Entwickler ist Encurio. Also wir entwickeln das nicht direkt. Wir sind Ideengeber unter anderem und auch Investoren, wenn man das so nennen will. Ja, und wir wollen halt die deutsche Spieleszene, wollen wir ein bisschen wieder ins Leben erwecken, weil es halt auch echt wenig, wenig deutsche Spiele gibt. Und wir haben da ein cooles Team, Indie-Team, wo Leute mit Elan dran arbeiten. Und uns macht es natürlich einen Riesenspaß, auch mal irgendwie ein Game umzusetzen. Und gerade Let's Play-technisch ist das natürlich auch eine interessante Geschichte. Also ich freue mich sehr darüber. Das wird, glaube ich, eine richtig coole Story. Ja, wahrscheinlich werden wir dann Freitag nochmal auf der Gamescom vorbeischauen. Und da werden wir dann noch Signings geben, Autogramme, Meet and Greet und Pipapo. Und dann ist Freitagabend ja auch noch unsere riesige Party im Bootshaus. Ja. Und da werden wir sicherlich auch noch über den ganzen Kladderadatsch einen Vlog drehen. Ja, das war's soweit von diesem Video. Und wir sehen uns dann hoffentlich wieder am nächsten. Wir können auch gerne mal bei Instagram und Facebook vorbeischauen. Da werden wir auch von der Gamescom berichten. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, liebe Freunde, and follow us. Ciao.